Kapitel 17. Draco saß hinter seinem Schreibtisch und versuchte, sich auf die vor ihm liegenden Pergamente zu konzentrieren. Doch sein Blick wanderte immer wieder zu den schwarzen, mit Samt bezogenen Kästchen auf seinem Schreibtisch. Gorb, einer der Kobolde von Gringotts, hatte vor wenigen Minuten die handgeschmiedeten Eheringe vorbeigebracht. Jetzt konnte er der Versuchung nicht länger widerstehen und öffnete die Schatulle. Sein Atem stockte. Der silberne Ehering Astorias war mit einem riesigen Smaragd versehen und in beiden Ringen hatte man ein pompöses Blumenmuster eingeprägt. Draco schluckte, als er den Ring, welcher für ihn bestimmt war, genauer betrachtete. Er war breit und viel auffälliger, als es ihm gefiel. Es war ganz unverkennbar der Stil von Augustus Greengrass. Natürlich war nur reinste Koboldsilber verarbeitet worden und dementsprechend schwer waren die Ringe. Er überlegte einen Moment, ob er wirklich den Rest seines Lebens mit einem solchen Ungetüm am Finger umherlaufen könnte. Da fiel ihm sein Mantra der letzten Wochen ein. Seit der Verlobungsfeier beschwor er sich stets, seine Ehe und vor allem Astoria eine Chance einzuräumen. Durch die Affäre mit Granger hatte er sich von seiner zukünftigen entfernt. Ein Fehler, den er sicher nicht ein zweites Mal machen würde. Nachdem er seine Eltern im Salon belauscht hatte, war er mehr denn je entschlossen, sie zu heiraten und all ihre Skeptiker Lügen zu strafen. Astoria war sehr wohl die Richtige. Sie war sogar absolut die Richtige. In gewisser Weise erinnerte sie ihn an sich selbst. Sein altes Ich, wie er gewesen war, bevor man ihn gezwungen hatte, sich den Todessern anzuschließen. Sie war anspruchsvoll und gewohnt zu bekommen, was immer sie wollte. Konnte er das wirklich verübeln, fragte sich seitdem. Viel Zeit hatten seit ihrer Verlobung trotz allem nicht miteinander verbracht. Astoria plante emsig die Hochzeit und Drake stürzte sich wie gewohnt in die Arbeit. Für gewöhnlich lenkte ihn das von den Gedanken an Granger ab. Seit der Verlobungsfeier waren sie einander nicht mehr begegnet, doch Draco wusste von seiner Mutter, dass sie ihn immer noch zusammen mit Violetta im alten Haus der Blacks lebte. Bis zur Geburt des Babys konnte es nur noch wenige Wochen sein, eine Erkenntnis, die ihm genauso viel Angst einjagte, wie sie ihn erleichterte. Wäre das Baby erst einmal auf der Welt, gäbe es keinen Grund für ihn, Granger in seiner Nähe zu halten. Er hätte seine Schuldigkeit ihr gegenüber und sein Versprechen an Potter eingehalten und wäre frei. Zugleich bedeutete es die Hochzeit mit Astoria, welche seit der Verlobungsfeier ihrerseits besessen von dem Gedanken an ein Baby schien. An diesem Abend musste ihr klar geworden sein, dass der einzige Weg in die Familie Malfoy über einen Erben führte, und seitdem machte sie es Draco sehr schwer, sich an seinen eigenen Vorsatz zu halten. Wann immer sie sich trafen, trug sie hautenge Kleider, küsste ihn und suchte seine Nähe wie nie zuvor. Ganz offensichtlich konnte sie es kaum abwarten. Ihm hingegen wurde allein bei dem Gedanken an Kinder schlecht und musste sich eingestehen, dass seine Abneigung grundsätzlicher Natur war und rein gar nichts mit Grangers Blutstatus zu tun hatte. Vielmehr ging es darum, dass er keine Ahnung von Babys hatte. Er konnte sie weder füttern noch wickeln, geschweige denn halten. Den Babys seiner Freunde ging er wohlweislich aus dem Weg, und als Teddy so klein gewesen war, hatte Draco den Großteil seiner Zeit im Ausland zugebracht. Er war kaum je in der Verlegenheit gekommen, sich um den Jungen kümmern zu müssen. Gerade hatte er beschlossen, eine Kleinigkeit zum Lunch essen zu gehen, als eine Lichtgestalt in das Zimmer schwebte. Es war ein silberweißer Schwan, der vor Draco innehielt und mit der strengen Stimme seines Vaters befahl. »Komm umgehend nach Hause!« Der blonde Slytherin in dem sündhaft teuren Anzug runzelte die Stirn, erhob sich aber sogleich und apparierte in Richtung seines Elternhauses. Seine Mutter verbrachte den Tag mit Astoria und deren Gefolge aus Brautjungfern und Familienmitgliedern in Paris auf der Suche nach dem perfekten Brautkleid. Vermutlich hatte Lucius bei dem Versuch, ein Spiegelei zu braten, das Haus in die Luft gejagt, dachte Draco. Draußen vor Malfoy Manor schlug ihm jedoch keine Rauchwolke entgegen und auch die Eingangshalle wies keine Spur einer neuerlichen Katastrophe auf. Gerade hatte er sich ein Stück weit entspannt und war die Treppe zum Salon hochgestiegen, als eine fremde Hexe auf ihn zugeschossen kam. Sie war von stattlicher Größe für eine Frau, hatte Ringellöckchen und eine Miene aufgesetzt, die ihn an Professor McGonagall, die strenge Lehrerin aus Hogwarts, erinnerte. Zu seiner Überraschung war ihre Stimme freundlich, als sie erleichtert ausrief. »Da ist er ja schon, der frischgebackene Daddy. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Knüpfen Sie mal das Hemd auf.«
Draco blinzelte verwirrt und fragte stotternd, wie bitte? Wer zum Teufel sind Sie denn? Die Hexe schnalzte ungehalten mit der Zunge und schwang den Zauberstab, um sämtliche Knöpfe von Dracos weißem Hemd stoben in alle Richtungen davon. Mit offenem Mund beobachtete er sie dabei, wie sie ihm ein kleines Bündel in die Arme drückte. Draco hatte gleichermaßen den Wunsch, sich zu übergeben, in Ohnmacht zu fallen und in Tränen auszubrechen. Aus dem Bündel schaute nichts weiter als ein zerknauschter Kopf hervor. Der Säugling hatte die Augen geschlossen und den Mund leicht geöffnet. Er war recht klein für einen Jungen und vorteilhaft rosa. Ein paar spärliche blonde Haare bedeckten seinen ansonsten kahlen Kopf. Na los!« rief die Hexe ungeduldig. »Setzen Sie sich und nehmen Sie die Decke ab. Er braucht Körperkontakt.« Sie schob den fassungslosen Draco in den Salon, wo dieser überraschend sein Forte vorfand. Für seine Verhältnisse wirkte Lucius regelrecht derangiert. Sein langes, weißes, blondes Haar war ganz durcheinander und er trug weder Umhang noch Sakko, sondern stand hemdsärmelig da, in der Hand ein Glas Whisky. »Wo warst du denn?« fuhr ihn an. Genau wie Draco war auch Lucius reichlich blass um die Nase. Draco fehlten noch immer die Worte und die Hexe buxierte ihn in einen der Sessel am Kamin. Gutmütig tätschelte sie ihm die Schulter. »Machen Sie sich nichts draus. Überstütze Geburt. Ich wäre mein Haar selbst zu spät gekommen. Zum Glück hat Ihr Vater alles im Griff. So einen könnte ich auch vertragen.« Sie nickte in Richtung von Lucius Drink und Draco folgte seinem Vater mit den Augen. »Sie müssen die Decke wegmachen, Junge«, erinnerte die Frau ihn und griff selbst danach. Er japste erschrocken nach Luft, als die nackte Haut des Babys auf seine eigenen traf. Der Säugling war nackt, was Draco äußerst befremdlich fand, und schmiegte sich warm an ihn. Seine Haut war rosig und sehr weich, und er wagte es sich kaum, sich zu bewegen, aus Angst, ihn aufzuwecken. »Das erste Mal, was?« fragte die Frau. »Sie musste Heilerin sein«, schloss Draco mit Kennerblick. Er nickte beklommen, und als er seinerseits den Mund öffnete, um etwas zu fragen, war seine Stimme ungewöhnlich rau. »Wo ist Herr Granger?« »Oh, das arme Ding«, murmelte die Heilerin besorgt und nippte an ihrem Whisky. Plötzlich saß Draco kerzengerade da. »Was ist mit dir?« Lucius runzelte die Stirn und die Heilerin sagte an seiner Stelle hastig. »Nichts, alles in bester Ordnung. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie war nur überrascht, das ist alles. Hatte einen ziemlichen Schock, das arme Mädchen. Ich habe ihr was gegen die Schmerzen gegeben und einen Schlaftrank.« Sollte sie das Baby nicht füttern oder so?« fragte Draco mit abgehackter Stimme. Sein Vater schüttelte mit dem fest aufeinander gepressten Lippen den Kopf. Die Heilerin meinte nur, »Jetzt entspannen Sie sich mal, junger Mann, und genießen Sie die ersten Augenblicke mit Ihrem Sohn. Unterdessen geleitet mich der Herr Vater bitte zur Tür. Mit meinem Honorar, wenn ich bitten darf.« Sie war schon zu besagter Tür hinaus, als sie sich noch einmal umwandte und mit zu Schlitzen verengten Augen fragte. »Ich kann Sie beide doch mit ihm allein lassen, oder?« Lucius lächelte ungewöhnlich charmant und erwiderte, »Selbstverständlich.« Der Zauberer schloss die Tür hinter sich und zum ersten Mal war Draco mit dem Baby allein. Das Erste, was ihm bei näherer Betrachtung auffiel, war, dass es reichlich unansehnlich war. Er war klein, rosa und kahl. Seine Augenlider schienen irgendwie geschwollen und seine Hände und Füße waren schrumpelig, als hätte er zu lang gebadet. Doch dann, ganz unverwandt, verzog es den Mund und Dracos Herz schlug mit einem Mal rasend schnell. Vermutlich war es Einbildung, aber hatte das Baby gerade gegrinst? Spöttisch gegrinst? Als wollte es sich über seine Unsicherheiten lustig machen. »Satansbraten«, murmelte er leise in das Ohr des Babys und legte dessen Kopf vorsichtig an seinen Hals. Ein Geruch, wer ihn nie zuvor gerochen hatte, strömte ihm in die Nase. Er war geradezu unbeschreiblich und ganz unerwartet schossen Draco Tränen in die Augen. Er hätte sie gerne weggewischt, doch er wagte es nicht, eine Hand von dem Baby zu lösen, und so schniefte er eine Weile vor sich hin. Mit einem Rums wurde ganz kurz darauf die Flügeltür aufgestoßen. Seine Mutter stürzte in den Raum, kaum geschminkt, mit zerzausten Haaren und zerknitterter Kleidung. »Bei Salazar, was ist passiert?« rief sie erschrocken und prallte beinahe mit ihrem Mann zusammen, der aus seinem Arbeitszimmer geeilt war.
Draco zuckte mit den Schultern und so wandte sie sich an Lucius zu. Dieser gönnte sich einen weiteren Whisky und erklärte mit ruhiger Stimme. Miss Granger kam gegen 11 vorbei, um sich über Draco zu beschweren. Ich ließ sie hinein. Sie schrie mich an und mit einem Mal lag sie in den Wehen. Soll das heißen, du hast... Ja, sicher, Sissy. Ich habe gleich Wasser aufgekocht und Handtücher geholt, schnaubte er ungläubig. Natürlich nicht. Ich rief nach einer Heilerin und sie kam gerade noch rechtzeitig. Er hatte es ziemlich eilig. Er ist furchtbar klein, murmelte Narcissa und sprach damit aus, was Draco dachte. Lucius warf sich in die Brust und höhnte. Na und? Die perfekte Statur für einen Sucher. Klein, wendig, schnell. Außerdem ist er einen Monat zu früh dran. Und dafür. Er sieht aus wie Draco. Weißt du noch? Nicht einmal der konnte den zärtlichen Klang in der Stimme seines Vaters ignorieren und fühlte sich gleich noch eine Spur unwohler. Seine Mutter schnaubte und sagte daraufhin in sarkastischem Tonfall, »Mag sein, ich weiß es nicht mehr.« »Du weißt es nicht mehr?« Ich holte ihr Mann ungläubig. »Draco sah genauso aus, genauso wenig Haare, genauso rosa. Wie kannst du dich daran nicht erinnern?« »Lucius, ich war taub von den Augenbrauen abwärts. Wenn ich dich daran erinnern darf, Dracos Geburt hat 22 Stunden gedauert, nicht 2. Wo ist eigentlich Hermine?« Suchend sah sie sich um. Lucius erklärte. »Oben, in einem der Gästezimmer. Die Heilerin hat dir etwas gegeben und gesagt, wir sollen sie schlafen lassen.« »Mom«, meinte Draco und hielt ihr das Baby hin. Seine Mutter jedoch hob die Augenbrauen und sagte nur, »Ich denke, er fühlt sich bei dir mehr als wohl. Und ich bin völlig fertig. Die Rückreise war eine Katastrophe. Lucius Liebling, sei so gut und schenkt mir einen Whisky ein. Als euch deine Nachricht erreicht hat, waren wir gerade im ersten Geschäft. Ich habe alles stehen und liegen gelassen. Aber natürlich war der letzte Portschlüssel gerade weg. Also bin ich von Paris nach Calais operiert. Aber dort herrscht ein Andrang. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wie dem auch sei. Also, mit wem haben wir es hier zu tun?« »Hugo«, brummte Draco wenig begeistert. Sein Vater antwortete zugleich jedoch, »Scorpius.« »Scorpius?« fragte Draco überrascht. »Hugo«, wiederholte Lucius und Narcissa. Sie tauschten einige verwirrte Blicke, dann sagte Lucius, »Ich bin mir doch ziemlich sicher, dass sie meint, er soll Scorpius heißen. Scorpius, Hyperion, Malfoy. Also mir gefällt das.« »Ja«, meinte Draco je und starrte an seinen Eltern vorbei auf den Fußboden. »Nur, dass er nicht Malfoy heißt, Vater, sondern Granger.« Die gute Stimmung war mit einem Mal verflogen, und Draco fragte an seine Mutter gewandt, »Sie, kannst du ihm bitte was anziehen? Ich muss zur Arbeit zurück und...« Er erhob sich und stellte fest, dass seine Knie weich wie Butter waren. Er musste die Zähne zusammenbeißen und schaffte es gerade noch, seiner Mutter das Baby zu überreichen, als es um ihn herum schwarz wurde und er hart auf den Boden aufschlug. Etwas Hartes und Nasses traf Draco im Gesicht und pustend schoss sein Oberkörper in die Höhe. Er blinzelte verwirrt und sah sich um. Er lag ausgestreckt auf einer reichlich unbequemen Couch. Sein Hemd stand noch immer offen und jemand hatte ihm die Schuhe ausgezogen. »Wo ist er?« fragte eine hohe, panische Stimme. Draco fuhr herum und erkannte Granger, die sich in einem großen Himmelbett aufgesetzt hatte. Sie trug einen beigen Sautern-Pyjamas und war kreidebleich. »Ich weiß nicht«, stammelte er verwirrt. Im nächsten Moment stieß seine Mutter die Tür auf und fragte fröhlich, »Na, schau mal, Scorpius, Mami und Daddy sind wach!« Ein Ruck ging durch Grangers schmalen Körper und ihre Stimme hatte etwas Flehendes. »Bitte gib ihn mir, Narcissa!« Draco sah ihre Unterlippe zittern und eine neue Welle von Übelkeit drohte ihn zu überrollen. Er musste gegen die Ohnmacht ankämpfen und traute sich erst wieder zu atmen, als seine Mutter Hermine das Baby übergab. »Ich lasse euch drei eine Weile allein. Ach, und übrigens herzlichen Glückwunsch!« Sie schenkte Hermine einen glühenden Blick, zog gleich die Brauen hoch, als sie Draco ansah, und verließ dann leise den Raum. Draco beobachtete Granger verstohlen, wie sie ihren Sohn auf den Arm hielt. Inzwischen war der Junge angezogen. Da sie ihn so gar nicht beachtete, räusperte er sich und meinte mit den Händen tief in den Hosentaschen vergraben. »Ich sollte dann wohl gehen.«
Sie achtete gar nicht auf ihn, und da blieb Draco nichts anderes übrig. Kalte, bittere Enttäuschung machte sich in seinem Magen breit. Er hatte einen Geschmack wie Galle auf der Zunge. Als er die Hand schon auf dem Türknauf hatte, sagte Granger plötzlich, »Draco?« »Ja?« fragte er und musste sich beim Umdrehen das Grinsen verkneifen. Er hatte es gewusst. Sie wollte ihn hier haben, bei sich, bei ihrem gemeinsamen Sohn. Sie sah von dem Baby auf und er hob kurz die Braue, wie zum Zeichen, dass er verstand. »Denk bitte an die Verträge. Vielleicht sitzt mir deswegen im Nacken und jetzt, wo die Schwangerschaft beendet ist, sollten wir dringend alle rechtlichen Fragen klären. Viel Glück für deine Hochzeit.« Zorn schoss so heftig in seinen Körper, dass er das Gefühl hatte, zu explodieren. Doch statt sie anzuschreien, schluckte er ihn hinunter und erwiderte zähneknirschend, »Danke.« Weder aß noch schlief Draco in den nächsten 3 Tagen. Und das Einzige, was er trank, war Feuerwhisky. Er dachte, den Tiefpunkt hätte er im Alter von 18 erlebt, als er auf die Hilfe seines alten Feindes angewiesen war, um nicht in Azkaban zu enden. Doch das hier war schlimmer, sogar schlimmer als Folter. Er hatte das Gefühl, als hielte eine stark kalte Hand seine Organe fest und klammert. Alles tat ihm weh, vor allem sein Herz. Vor allem sein Herz. Nach 3 Tagen in seiner Wohnung in London, er hatte sich freigenommen, stand Astoria plötzlich vor der Tür. Zwischen ihren schwarzen Brauen hatte sich eine tiefe Falte gegraben. Ihre Lippen waren gespitzt und sie trug kurze, weiße Handschuhe, die Draco an einen Pantomime erinnerten, den er als 7-Jähriger mal im Zirkus gesehen hatte. Er war mit seinem Onkel Ted und Nymphadora da gewesen und sie hatten sich über die lausigen Tricks des Zauberers kringelig gelacht. Irgendwann war Nymphadora aufgestanden, in die Manege getreten und hatte ihre Haare vor den Augen der Muggel feuerrot gefärbt. Die Muggel hatten kaum 2-mal geblinzelt, da waren Onkel Ted mit den beiden auch schon gestürmt. Denn natürlich hatten sie ein bisschen gegen das internationale Geheimhaltungsabkommen verstoßen. »Was kann ich für dich tun, Astoria?« wollte Draco schlecht gelaunt wissen. Er hatte keine Lust, über die Muster der Tischdecken oder die Anzahl der Kerzen zu sprechen. Stattdessen wollte er im Bett liegen, kalte Pizza essen und warmen Whisky trinken. »Begrüßt mein Sohn seine Zukünftige?« zirpte sie fröhlich, aber mit einem drohenden Unterton in der Stimme und trat an ihm vorbei in die Wohnung. »Bei Salazar, Draco, Merlin sei Dank, sind deine Tage als Junggeselle gezählt. Wie es hier aussieht. Übrigens, Liebster, du stinkst. Sei so gut und steig unter die Dusche, bevor wir mit Mom und Daddy essen gehen, ja? Oder soll ich dir vielleicht Gesellschaft leisten?« Sie klimperte mit ihren langen schwarzen Wimpern und zog sich ganz allmählich einen der Handschuhe von den Fingern. Draco schüttelte hastig den Kopf und sagte barsch, »Nein, das schaffe ich schon allein.« Eine halbe Stunde später betraten sie ein vornehmes Restaurant in der Nähe von Gringotts. Nicht einmal mit Geschäftspartnern ging Draco hierher, denn die Kobolde machten über die exorbitanten Speiserechnungen immer einen höllischen Aufstand. Außerdem machten es die meisten der Hexen und Zauberer, mit denen er im Namen der Bank Geschäfte machte, eine typisch englische Spelunke, wie den tropfenden Kessel ausgeführt zu werden und zur Abwechslung mal Bier und Haggis vorgesetzt zu bekommen. Augustus und Cornelia Greengrass warteten schon auf sie, am besten Tisch des Hauses, wo auch wirklich niemand die Familie übersehen konnte. Seit ihrer Verlobung waren einige Fotos von Drake und Astoria verschiedener Magazine wie der Hexenwoche abgedruckt worden. Und dabei hat er die Schlagzeile fast immer den gleichen Titel getragen. Draco Malfoy, ist die Frau der Schlüssel zum Glück? Und rehabilitiert sie jetzt die Malfoys? Er hat darüber nur den Kopf schütteln können. Seit der Verlobung verhandelte Blaise mit Astorias Vater und schon bald war deutlich geworden, dass nicht sie die Malfoys rehabilitierte, sondern er ihre Familie sanierte. Viel war von dem Vermögen der Greengrass nicht übrig gewesen. Eine Tatsache, die er sowohl seiner Mutter als auch seinem Vater verheimlicht hatte. Doch die Zeitungen stellten Astoria als große Retterin, eines in Ungnade gefallenen Todessers dar. Seine Karriere bei Gringotts und das Erbe der Lestrange, von welchen sie Jahr für Jahr großzügige Spende machten, blieben unerwähnt. »Da seid ihr endlich«, rief Augustus Greengrass und erhob sich von seinem Stuhl. Er schüttelte Draco die Hand und küsste sein Töchterchen begeistert. Sie nahm Platz und ihnen wurde Elfenbein serviert.
Dracos Stirn legte sich in mindestens 2 Falten. Zum einen, weil der Wein unsäglich teuer war. Und zum anderen, weil er nicht aus ihrem Haus stammte. Erleichtert stellte er fest, dass Astoria und ihre Eltern das Gespräch wie gewöhnlich allein bestritten und er sich ganz darauf konzentrieren konnte, seinen Markeninhalt bei sich zu behalten. Draco? Cornelia Greengrass wandte sich plötzlich an ihn. Leider konnten wir ihre Eltern nicht erreichen. Die beiden sind doch nicht etwa krank. Er schüttelte den Kopf. Nein, sie sind nur verhindert, Miss Greengrass. Wie bedauerlich, seufzte die Hexe. Astoria teilte ihn unterdessen mit. Es hat zwar ewig gedauert und Draco, deine Großmutter war eher eine Last, denn eine Hilfe, aber schließlich haben wir das perfekte Kleid gefunden. Nicht wahr, Mami? Allerdings. Nur schade, dass ihre Mutter an der Suche nicht teilnehmen konnte. Sie ist überaus schnell davon geeilt. Was gab es denn so Dringendes? Erkundigte sich Mrs. Greengrass. Ihre Neugierde wurde Draco allmählich lästig. Verzweifelt sah er sich nach dem Kellner um. In diesem Moment trat ein dickbäuchiger Mann mit einem triumphalen Walross-Schnurrbart an ihren Tisch. Er tönte durch das gesamte Restaurant. »Draco, mein lieber Junge!« Man konnte einfach nicht anders, als über Horace Slughorn zu lächeln, dachte Draco, sich als dieser aufstand und seinem Lehrer die Hand schüttelte. »Hallo allerseits«, sagte der Zauberer, die Familie Greengrass gewandt, ohne sie mehr als eines Blickes zu würdigen. »Du begleitest mich doch auf eine Zigarre in den Rauchersalon, nicht wahr, mein Junge?« Diese Frage duldete keinen Widerspruch, und so folgte Draco dem alternden Mann in einem verrauchten, mit lederschweren Holzwänden versehenen Raum am Ende des Restaurants. Auf den Ledersofas saßen fast nur Herren, und natürlich kannte Professor Slughorn sie allesamt. »Oh, Eldred! Hallo, mein Lieber!« rief Slughorn aufgeregt. Kaum hatten sie den Rauchsalon betreten. An Draco gewandt, sagte er leise, »Eldred Wobble, ehemaliger Schüler von mir. Sicher hast du sein Buch gelesen.« Er zwinkerte und Draco beeilte sich zu nicken. Entgegen Slughorns jetzigem Auftreten hatten sie einander nie sehr nahe gestanden. Draco war, zu seinem Bedauern, auch nie Mitglied des Slugclubs gewesen. Mr. Wobble kam auf sie zu und Slughorn stellte sie einander vor. »Draco Malfoy, einer meiner Schützlinge. Er arbeitet für Gringotts. In welcher Abteilung noch gleich?« »Ich kümmere mich um die Verhandlungen mit den Kobolden«, murmelte Draco. Er machte sich nicht die Mühe, Slughorns bloßzustellen, indem er preisgab, dass dieser so rein gar nichts mit Dracos heutiger Position in der Bank zu schaffen hatte. Der Zauberer war ein netter, bequemer alter Mann, der sich gern mit den Erfolgreichen und Berühmten umgab. Darum konnte Draco ihm nicht böse sein, und außerdem hatte er ihm eine Ausrede geboten, den Tisch und seine Verlobte zu verlassen. Schon allein dafür war er ihm zu Dank verpflichtet. Mr. Wobble kehrte nun zu seiner Zigarre zurück, und Draco und Slughorn setzten sich ebenfalls. »Also, mein lieber Junge, wie mir zu Ohren gekommen ist, sind Glückwünsche angebracht.« Er zwinkerte Draco zu, und dem rutschte das Herz gleich wieder in die Hose. Seine Kehle war völlig ausgetrocknet, und er war froh, als der Whisky eintraf, den Slughorn geordert hatte. Nach ein paar Schlucken wirkte er hervor. »Danke, Sir.« »Dann habe ich auch noch mit der liebreizenden Miss Granger. Wirklich ein kluges Mädchen. Sie wird das Ministerium noch weit bringen. Möglicherweise sogar noch bis ganz nach oben, meinst du nicht?« Seine kleinen, stachelfarbenen Augen glitzerten fröhlich und gut gelaunt zog er an seiner Zigarre. Draco schluckte. »Professor, Sie wissen, dass Hermine und ich hat mir sehr an deiner Großvater erinnert, als er mir die Geschichte zu Ohren gekommen ist. Wusstest du eigentlich, dass der Schüler in meinem ersten Abschlussjahrgang in Hogwarts war? Du bist ihm sehr ähnlich. Er war jung und zielstrebig und stammte selbstredend aus einer der besten Familien. Und dann schickten seine Eltern ihn über den großen Teich zurück, kam er mit Violetta.« Er hielt kurz inne und lächelte selig vor sich hin. Draco hatte keine Ahnung, was der Lehrer eigentlich von ihm wollte. Slughorn mit seinen Kleidern aus Samt und Seide machte immer den Eindruck eines absolut behaglichen Menschen. Er war kaum je aus der Ruhe zu bringen, und als er vor ein paar Jahren seinen Lehrstuhl in Hogwarts niedergelegt hatte, war es Dracos Ansicht nach ein herber Verlust für das Haus Slytherin. »Meine Güte, was haben die Leute geredet, als er mit dir herkam? Sogar ich war verwundert, sie war ungewöhnlich, das gebe ich gern zu.
aber man hat die Beine. Und lustig war sie. Mir war gleich klar, warum dein Großvater sie liebte. Sie brachte ihn zum Lachen, wagte es ihm zu widersprechen und war so. Die Beine verband eine besondere Chemie. Natürlich kannte ich seine zweite Frau. Aber bin nie richtig mit dir warm geworden und dein Großvater auch nicht, wenn du mich fragst. Ja, Violette war eben einmalig, schwärmte er. Dracos Zigarre war inzwischen abgebrannt und der Whisky ätzte schon Löcher in seinen Magelschleimhand. Worauf ich hinaus will, brummte Slughorn und fokussierte Draco fest. Manchmal findet man den einen besonderen Menschen in jemanden, von dem man es nie erwartet hätte und... Danke, Professor, unterbrach Draco ihn steif und erhob sich. Mein besonderer Mensch, nämlich meine Verlobte, sitzt nebenan mit ihren Eltern und wartet mit mir auf mich mit dem Essen. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Als ein paar Stunden später die gläserne Tür zum Palais hinter ihm Schloss fiel, hatte Draco beißende Kopfschmerzen und ätzende Säure rumort in seinem Magen. Er warf seinen Umhang achtlos auf die Tresen in der Küche und sah sich in der Speisekammer um. Selbstverständlich war sie leer. Er seufzte laut auf und verließ das Haus von Neuem. Zwar hatte er wenig Lust auf die Gesellschaft seiner Eltern, aber er musste etwas essen. Ansonsten, das spürte er, würde sich der Whisky in seinem Magen selbstständig machen. Er betrat das Haus über die Terrasse und sah seine Mutter im Salon auf und ab gehen. Als sie den Raum betrat, wandte sie sich zu ihm um und erschrocken stellte er fest, dass sie nur ein allzu bekanntes Bündel in den Armen wog. Sie bedeutete ihm, still zu sein, und Draco, dessen Hunger mit einem Mal verflogen war, stürzte in Richtung der Bibliothek seines Vaters. Wie nicht anders zu erwarten, saß Lucius in seinem Sessel am Kamin. Draco, grüßte ihn, ohne von seinem Buch in seinem Schoß aufzusehen, kaum, dass dieser das weitläufige Zimmer betreten hatte. Was zum Teufel macht das Baby hier? Fragte er wütend und ballte die Hände zu Fäusten. Sein Vater sah immer noch nicht auf und antwortete im herablassenden Tonfall: Deine Mutter besteht darauf, dass das Baby und seine Mutter hier zu behalten. Für wie lange? Endlich sah Lucius auf und musterte seinen Sohn eindringlich. Schließlich sagte er mit einem leichten Kopfnicken: Ich nehme an, bis Miss Granger zu Kräften gekommen ist. Und wann wolltet ihr mich davon in Kenntnis setzen? Fauchte er wütend. Er warf einen Blick zum Barwagen, war sich aber sicher, keinen weiteren Drink zu vertragen. Sein Vater wirkte ungeduldig und schien des Themas überdrüssig, als er sagte, »Korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber dies ist immer noch mein Haus, nicht wahr? Und das deine Mutter selbstverständlich. Miss Granger ist so lange unser Gast, wie deine Mutter es für nötig hält. Belästige sie mit deinen kindlichen Beschwerden.« »Kindliche Beschwerden?« polterte Draco jetzt völlig in Rage. »Ja, du wolltest doch, dass sie und das Baby verschwindet und jetzt lädst du sie hier ein zu wohnen? Und was soll ich bitte Astoria erzählen?« »Deine Verlobte. Deine Angelegenheit. Sei ein großer Junge und kümmert dich darum, ja.« Bat Lucius ihn hochmütig und wandte sich wieder seinem Buch zu. Das Gespräch war offensichtlich beendet. Und ein vor Wut schäumender Draco verließ das Haus durch die Vordertür. Da es trotz allem nicht ertragen könnte, die Tage einsam in seiner Londoner Wohnung zu fristen, kehrte mit knirschenden Zähnen ins Palais zurück, warf sich auf die Couch und griff nun doch zum Whisky. Am nächsten Morgen weckte ihn das grelle Licht der Wintersonne und die spitze Stimme seiner Mutter. »Draco Lucius Malfoy, was fällt dir eigentlich ein?« Erschrocken schoss er von der Couch hoch und wäre beinahe heruntergefallen. Narzissa hatte sich zur vollen Größe vor ihm aufgebaut und ihr ohnehin schmalen Lippen waren zu einem Strich verzogen. »Ich dachte, derartige Eskapaden hätten wir hinter uns«, schimpfte sie und stieß mit der Spitze ihres weißen Pump gegen eine leere Flasche Feuerwhisky. Draco blinzelte gegen das grelle Licht an. Seine Mutter trug einen Reiseumhang auf Hermelinfell, eine doppelreihige Perlenkette und ein Kostüm aus feinster Seide. Nur das schlafende Baby auf ihrem Arm wollte nicht so recht ins Bild passen. »Was willst du?« stöhnte er und vergrub sich den pochenden Schädel in einem der Kissen. Inzwischen taten ihm nicht nur Kopf und Magen weh, sondern auch der ganze Rest von ihm. Sein Rücken brachte ihn beinahe um.
Offensichtlich duldet die Sitzordnung für deine Hochzeit keinen weiteren Aufschub, weshalb deine Verlobte mich eingestellt hat, erklärte seine Mutter im scharfen Ton. Draco grunzte. Und? Und? Ich holte sie. Da deine Großmutter in den Staaten war und dein Vater sich in seiner Bibliothek verschanzt hat, ist es an dir, für Scorpius zu sorgen. Wie bitte? Er fuhr von der Couch hoch und wäre um ein Haar über seine am Boden liegende Schuhe gestolpert. Seine Mutter musterte ihn wenig freundlich. Hermine ist doch immer noch sehr schwach. Sie muss sich schon. Also falls ich dein Bastard nicht mitnehmen soll, ist es an dir? Ja, ja, schon gut, brummte Draco und streckte die Hände nach dem Baby aus. Die Augenbrauen seiner Mutter schnellten in die Höhe. So sicher nicht. Geh dich duschen und umziehen. Du stinkst wie eine billige Spelunke. Wir warten hier. An das Baby gewandt, sagte sie, komm, Scorpius, Grandma zeigt dir den Garten. Natürlich hatte der Junge keine andere Wahl, als sie zu begleiten. Verschlafen und wenig beeindruckt, schleppte Draco sich die Treppe hoch, zog sich aus und stieg unter die Dusche. Danach überreichte seine Mutter ihm das Baby wie einen besonders kostbaren Schatz. Der Junge schlief tief und fest, als Narzissa ihm einen Kuss auf die Stirn drückte und zum Abschied murmelte, bis später, Liebling. An ihren Sohn gewandt, sagte sie nur, Draco? Und verließ dann den Palais. Gerade hatte er beschlossen, dass das Hüten von Kindern ein Klacks und die Frauen seiner Freunde hysterische Weiber waren, da öffnete Scorpius den Mund und ein hoher, nicht auszuhaltender, endloser Schrei entwich ihm. Auf einer Geschäftsreise in Irland war Draco eins einer Todeswehe begegnet und selbst die, dachte er eine Stunde später, könnte noch etwas von dem Winzling auf seinen Arm lernen. Inzwischen war er völlig verzweifelt. Er hatte Scorpius füttern wollen, ihn hin und her gewogen, hingelegt und sogar seine Windeln wechseln wollen, aber es half alles nichts. Das Kind war nicht zu beruhigen. Er war kaum eine Stunde mit dem Jungen allein und schon völlig am Ende. Sein Kopf schmerzte unaufhörlich, sein Magen war verkrampft, seine Haare standen in alle Richtungen ab und sein weißes Hemd war ruiniert. Gerade spielte er mit dem Gedanken, seinen Patronus zu Narzissa zu senden, als die Tür zum Palais geöffnet wurde. Und zum allen Überfluss streckte Lucius seinen Kopf hinein und meinte mit gerunzelter Stirn, »Man hört ihm bis ins Haupthaus. Ich habe ein paar neue Bücher und konnte noch keines von ihnen einsortieren, geschweige denn lesen.« Verständnislos und wütend starrte Draco ihn an und rief über das Gebrüll hinweg, »Wie bedauerlich, Vater! Ist sonst noch was?« Lucius' Miene verfinsterte sich noch weiter angesichts des Tonfalls, in dem sein Sohn mit ihm sprach. Aber das war Draco egal. Als er ihn nach der Schlacht von Hogwarts abgeführt hatte, war er der Meinung gewesen, den Tiefpunkt erreicht zu haben. Doch nun musste er feststellen, dass er sich geirrt hatte. Er sah seinen Vater tief ein und dann wieder ausatmen und sagen hören, »Von mir aus, gib ihn mir.« Verdutzt sah Draco ihn an, doch da schnappte Lucius den Säugling auch schon weg aus seinen Armen. Sofort verstummte das Kind, ganz so, als hätte jemand den Ton abgedreht. Ungläubig beobachtete Draco seinen Vater dabei, wie er das Baby hin und her wog. Draco tat unruhig von einem Bein auf das andere. Es behagte ihm gar nicht, wie mühelos es Lucius gelungen war, Scorpius zu beruhigen. Ein Kloß bildete sich in seinem Hals und er wandte sich beschämt ab. Eine Weile herrschte Schweigen zwischen den Zauberern, dann sagte Lucius nachsichtig, »Deine Mutter hätte dir zeigen sollen, wie man ihn hält. So hat er es am liebsten.« Er legte den Kopf des Babys in seine Armbeuge und den Bauch auf den Unterarm. Augenblicklich schloss Scorpius die Augen. Draco betrachtete ihn schweigend. Inzwischen war er weniger rosa und sein Haar eine Spur heller als noch am Tag seiner Geburt. Er trug eine Hose aus weißer Wolle und einen ebenso weißen Pullover mit einem Besen darauf. Seine winzigen Füßchen steckten in grünen Socken. »Er braucht eine Mütze«, murmelte Lucius. Draco sah sich verlegen danach um und nachdem er sie vom Boden aufgeklaubt hatte, reichte ihm sein Vater. »Wie geht's, Granger?« fragte Draco, ohne Lucius dabei in die Augen sehen zu können und wandte sich in Richtung Küche ab, wo er aus dem Fenster in Richtung Haupthaus schaute. Die Bäume und Sträucher im Garten seiner Mutter waren mit einer feinen Schichttau überzogen, aber noch hatte es nicht zu schneien begonnen. Unwillkürlich schossen Draco Erinnerungen längst vergangener Winter in den Kopf.
wie er mit seiner Cousine Schneemänner gebaut und seine heiße Schokolade vor dem Kamin getrunken hatte, eingewickelt in dicken Decken. Sein Magen krampfte sich zusammen und er musste die Augen für einen Moment schließen. Plötzlich spürte er eine Hand auf seinen Schultern. Lucius war an ihn herangetreten und sagte nun leise, »Gehen wir hier rüber. Bestimmt macht unser Gast sich Sorgen. Wo ist eigentlich deine Mutter?« Auf dem Weg durch den Garten erklärte Draco mit wenigen Worten, dass Narcissa Astoria bei der Planung der Hochzeit zur Hand ging. In der Bibliothek seines Vaters angekommen, hörte er sich plötzlich sagen, »Ray Slugdorn hat mir gestern Abend gratuliert. Ich habe ihn getroffen in der Winkelgasse.« »Nun, er war sicherlich nicht der Erste«, meinte Lucius daraufhin und nahm in seinem Lieblingssessel Platz. Draco fummelte an einem Instrument auf dem der Tisch herum und gestand beiläufig, »Eigentlich schon.« Lucius hob kurz die Brauen. »Vermutlich änderst du deine Adresse einfach zu oft. Hier treffen jedenfalls stündlich Eulen ein und ich wurde ganz offensichtlich von deiner Mutter zum, wie heißt es noch, Postboten degradiert.« »Postboten nennen die Muggel die Leute, die die Post ausliefern, Dad«, korrigierte Draco ihn nachsichtig und ging nervös im Raum auf und ab. Die Anwesenheit des Babys auf dem Arm seines Vaters und die Tatsache, dass Granger oben schlief, beunruhigten ihn von Sekunde zu Sekunde mehr. »Wie dem auch sei, andauernd kommen neue Briefe und Pakete, singende Glückwunschkarten und...« »Warum gratuliert man euch, als würdet ihr euch über einen halbblütigen Bastard freuen?« schnauzte Draco plötzlich. Angriffslust schwang in seiner Stimme mit. Dabei wusste er gar nicht, warum er so zornig war. Seine Eltern konnten nun wirklich nichts dafür, dass man ihm nicht gratuliert hatte. Nicht einmal seine besten Freunde. Weder Blaze noch Theo oder Greg hatten eine Karte geschickt. Kein Wort von George Weasley oder seinen Kollegen und Geschäftspartnern. Nicht einmal von seiner Tante. »Kann ich den halbblütigen Bastard bitte wiederhaben?« Eine scharfe Stimme durchschnitt die Luft. Draco fuhr herum und erkannte Granger, die im Türrahmen stand. Sie war kalkweiß und ihre Miene war angespannt. Es schien ganz so, als hätte sie Schmerzen, dachte er. Eine Falte erschien auf Lucius' Stirn und er sagte leise, aber nachdrücklich, »Sie gehören ins Bett, meine Liebe.« »Ich«, begann Granger und umklammerte den Türrahmen. Mit drei Schritten hatte Draco den Raum durchquert und sie am Arm gepackt. Sie wollte sich ihm entziehen, aber sein Griff war zu fest. Zischend meinte er, »Komm jetzt, Granger. Wenn du uns in unserer Bibliothek zusammenklappst, haben wir nur gleich wieder die Aurorenzentrale am Hacken.« »Pack mich gefälligst nicht an«, keifte sie und machte sich von ihm los. Barfuß tapste sie in Richtung seines Vaters und brach beinahe auf der Couch zusammen. Hilfesuchend blickte Draco im Raum umher, doch Lucius' Augen waren noch immer auf das Baby in seinen Armen gerichtet und auch Granger starrte den Jungen an. In den Gesichtern der beiden glühte der gleiche Ausdruck. Plötzlich konnte Draco es nicht länger ertragen. Er rief, »Ich sollte gehen«, und wandte sich zur Tür, als die fangzähnige Geranie daneben ihre Tentakeln ausfuhr. »Du bleibst hier«, sagte Lucius nicht einmal unfreundlich. »Miss Granger braucht eine Decke, Scorpius ist ein Fläschchen, und ich hätte nichts dagegen, einen Teller Suppe einzuwenden. Geh und such den Elfen, er muss hier irgendwo sein.« Mit eingeknicktem Kopf verließ Draco die Bibliothek. Als er 10 Minuten später zurückkehrte, saßen sowohl sein Vater als auch Granger noch immer so da. Die Gryffindor trug seinen seidenen Pyjama und er war sich sicher, dass sie fror. Dennoch starrte sie wie gebannt auf das Bündel in Lucius' Armen. Draco räusperte sich und reichte Hermine die Decke. Unschlüssig stand er herum und fühlte sich wie das dritte Rad am Wagen. Er wollte gehen und dann irgendwie doch nicht. Dies schien seinem Vater nicht zu entgehen, der nun befahl, »Draco, setz dich. Oder besser noch, öffne das Fenster. Da ist schon wieder eine Eule.« Er hatte recht. Vor einem der Fenster auf dem Sims saß ein stattlicher Uhu und wartete darauf, seine Fracht zu übergeben. Draco öffnete das Fenster und nahm ihm einen dicken Umschlag ab, warf ihm ein paar Eulenkekse zu. Dann schloss er das Fenster hastig, um den kalten Wind fernzuhalten. In diesem Moment nieste Scorpius und vor Schreck ließ Draco prompt den Brief fallen. Granger warf ihm mit gerunzelter Stirn einen Blick zu und er lief rot an. Während er den Brief beiseite legte, hörte er Lucius fragen. »Falls Sie Schmerzen haben.« »Gerade geht es einigermaßen«, unterbrach Granger ihn.
und fügte dann leise hinzu. Aber danke. Wo ist denn Ihre Frau? Tischdecken aussuchen oder etwas Unwichtiges ähnliches, brummte Lucius. Man könnte denken, es gäbe nichts Wichtigeres als diese Hochzeit. Draco sah auf und ehe er darüber nachdenken konnte, hörte er sich schon sagen. Du wolltest die Hochzeit doch. Ja, ja, sicher, wiegelte Lucius ihn ab. Jetzt komm her und nimm ihn mal, sonst lernst du es ja nie. Draco, dessen Wangen hochrot waren, grummelte wütend. Woher soll ich es denn bitte schon auch können? Das ist mein erster Sohn. Erschrocken über seine eigenen Worte biss er sich auf die Zunge. Reflexartig hatte Granger zu ihm hochgeschaut, während Lucius den Kommentar ignorierte und Draco das Baby überreichte. Vorsichtig wegen. Nicht so schütteln. Er ist doch kein Martini. Behutsam trug Draco Scorpius zur Couch hinüber und setzte sich mit dem Jungen in den Arm. Granger beugte sich lächelnd über das Bündel und als hätte er ihre Anwesenheit gespürt, öffnete ihr Sohn seine Augen. Er hat blaue Augen, bemerkte Draco mit einer gewissen Enttäuschung in seiner Stimme. Sein Vater runzelte die Stirn. Warte ein paar Monate ab. Sicherlich sind sie dann grau. Oder braun, ergänzte Granger, ohne aufzusehen. Mit gespitzten Lippen schüttelte Lucius den Kopf in Dracos Richtung, aber ohne dass Hermine es sah. Er grinste und wandte sich ebenfalls wieder Scorpius zu. Der Kleine gähnte eben und streckte ihm die Zunge raus. Hast du den Vertrag unterschrieben? Fragte Granger leise. Gibt es nichts Wichtiges als Galeon für dich, Granger? Gab er wütend zurück. Ich unterschreibe schon noch. Und da du momentan auf Kosten meiner Eltern lebst, soll ich gehen? Unterbrach sie ihn und ihre Stimme klang herausfordernd. Hitze schoss Draco in die sonst so blassen Wangen und unfreundlich gab er zurück. Bitte, versuche es. Du kommst doch kaum bis zur Haustür. Darauf verstummte sie und starrte weiter in ihren Sohn an. Sie saßen so lange zusammen, Lucy schlich um sie herum und sortierte Bücher ein und informierte sie über seine neuesten Errungenschaften, bis die Eingangstür aufging und die Stimme von Narcissa durch die Halle wehte. Bei mir den Zwart, die Frau ist, wie kann man nur? Also eins steht fest, die beiden werden auf keinen Fall hier leben. Besser noch, wir ziehen um und verschweigen in unsere neue Adresse, Lucius. Wir verlassen das Haus erst bei Nacht und Nebel und gehen auf Feldreise oder sowas in Art, keifte Dracos Mutter. Ihre Schritte kamen näher. Und erst ihre Mutter, derartig versnappt, du hättest sie mal hören sollen. Austern zur Vorspeise, Kaviar als Amuse Gemüse und was weiß ich noch alles und erst dein Wein, also... Narcissa betrat das Zimmer und hielt unwirklich inne, als ihr Blick auf Draco und Hermine fiel. Oh, ihr hier, wisperte sie und lächelte verlegen. Unsicher sah sie zu ihrem Mann hinüber, der meinte jedoch recht trocken, du hast dich demnach blendend amüsiert, Liebling. Draco sah seine Mutter mit den Augen rollen, bevor sie zu ihnen an die Couch trat. Ihr Gesicht erhellte sich bei dem Anblick von Scorpius, und Draco konnte es ihr nicht verübeln. Wenn er nicht gerade wie am Spieß schrie, war er verdammt süß. Leicht verunsichert fragte sie, »Was macht ihr beide denn hier? Zusammen?« Ohne Granger auch nur eines Blickes zu würdigen, antwortete Draco betont kühl, »Ich wollte gerade los, hier.« Er drückte Hermine ihren Sohn in die Arme und erhob sich. Narcissa wirkte wie vor den Kopf gestoßen. Willst du nicht zum Essen bleiben? Nein, ich muss noch arbeiten. Nickte Draco hastig und verließ die Bibliothek, ohne sich noch einmal umzudrehen.